Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Let's Play Far Cry 4. Und ich weiß, wir sind hier woanders. Ich bin ab, außer eine Schnellreise gemacht. Bla bla bla, wie auch immer. Kann vorkommen. Ist vorgekommen. Ich dachte mir heute, irgendwie habe ich meine ganzen Pläne dann doch über den Haufen geworfen. Und ich dachte mir, ja, komm, machen wir einfach mal, Karte aufdecken. Dachte ich mir so ein bisschen. Falls wir denn jetzt, ich weiß es gerade gar nicht, auf die andere Hälfte der Karte zugreifen können. Ui. Nicht gut. Oh, oh, oh. Eieiei. Das war vielleicht nicht ganz so gut. Kommen wir hier durch. Vielleicht kann ich mich ein bisschen höher übertreffen rein. Oh, oh. Strömungsabriss. Okay. So viel dazu. Ich kann noch nicht die Grenze übertreten. Dann mache ich halt eine Mission. Meine Güte, kann man auch machen. Habe ich eigentlich noch. Was habe ich denn gerade geduckt? Ich habe keine Sachen dabei. Na gut. Falsche Tür. Scheiße! Wieso drücke ich denn die... Ach scheiße, Mausrad ist jetzt eher ungeil, das zu drücken. So, Karma, ja, okay. Machen wir das. Ich helfe denen. Vorher nehme ich das aber mit. Komme! Ich töte dich langsam! Gib Deckung! Ich lade nach! Er hat's gebracht auf jeden Fall. Ich habe mega viel gemacht. Na okay. Danke. Wow. Das war knapp. Ja, fand ich auch, fand ich auch. Was? Wo? Ach so. Nichts Wichtiges. Wie war das nochmal? Hauptmission. Da. Das war knapp. Drei Meter, das schaffe ich. Ob ich mir jetzt ein Pack reinholen soll? Handy. Als hätte ich die noch nicht durchgesucht. Jetzt wollte ich mal gerade was nachgucken. Und zwar... machen wir das? Ne, wir klettern. Ich hatte zwei Möglichkeiten und ich dachte mir, komm, klettern war. So,
Was haben wir hier? Warum stehst du hier so rum? Hier ist doch nichts. Niemand. Ah. Ja. Mitleid mit einem Armen? Hey Jay, mein Freund. Hi. Wie geht's dir? Gut, gut, und selbst? Ich hab alles schon, ne? Ja, keine Sorge, kriegt er hin. Diese Irren wieder. Und ob ich schon wanderte im finstern Tal des Todes, fürchte ich nichts Böses, denn du bist bei mir. Psalm 23, Vers 4. Wie schön, dich zu sehen, AJ. Willst du Gottes Werk verrichten? Ich schätze schon. Ich muss dir etwas gestehen, AJ. Ich fürchte Böses. Nicht Böses von anderen Menschen, denn damit kann ich schon umgehen. Nein, es ist das Böse in mir selbst, das ich fürchte. Erinnerst du dich an meine Sünden? Das grausige Geschäft, von dem ich sprach. Du meinst die Diamanten? Ja! Und das Blut des Lamms wäscht alle Sünden fort. Doch um mich vollständig zu läutern, muss ich aufrichtig bereuen und Buße tun. Es gibt mehr dieser Sünden in Kerat. Und wir müssen sie aufspüren. Finde zuerst ein verlorenes Schaf. Folge ihm bis zu einem Gewölbe. Bring mir, was du darin findest. Verstanden. Und er ruft seine Freunde und Nachbarn herbei und spricht: Freut euch mit mir, denn ich fand mein verlorenes Schaf. Alle verrückt, alle. Ich überlege gerade. Wir könnten da auch hinfliegen, oder? Geht das? Klappt das nicht? Doch, wir fliegen da hin. Wir versuchen es zumindest. Kann ja nicht schaden. Wenn hier nur ein bisschen Thermik wäre. Verfolge den Schmuggler zu seinem Ziel, ohne gemerkt zu werden, ohne dich zu weit von ihm zu entfernen, dann töte ihn und nimm ihm den Schlüssel ab und einen Blutdiamanten, um irgendwas zu bekommen. Töte das Ziel und nimm seinen Schlüssel für das Blutdiamantengewölbe. Wieso sollte ich jetzt den Wingsuit aktivieren? Ja, das wird eine gute Landung. Perfekt. Oh oh. Jo. Das musste jetzt auch mal sein. Ein Schmuggler nähert sich. Ich weiß nicht, soll ich ihm hinterherfahren? Ja, ne, die haben selbst auch nur ein Auto. Was? Okay, muss ich direkt fahren. Okay, okay, okay. Ah, das ist auch was Neues. Das hatte ich in einem Ego-Shooter, glaube ich, auch noch nicht. Wie konnte ich nochmal das Licht ausmachen oder ging das nicht? Muss ich gerade mal überlegen. Kann man doch irgendwie machen. Scheinwerfer an und aus. Oh. Oh, Mist. Jetzt wurde ich entdeckt, gerade war ich zu weit weg. Es läuft echt nicht so geil. Ich hoffe, der hat nicht den besseren Wagen, aber wir haben wahrscheinlich denselben sogar. Jetzt
kommt es darauf an, wer ist der bessere Fahrer. Da ich das Ziel ja nicht mehr bestimmen kann, muss er das sein. Außerdem sind ja auch noch Gegner. Ich darf ihn nicht erledigen, oder? Checkpoint? Töte den Schmuggler. Nicht gut, nicht gut. Jo. Es ist nicht mein Stil eigentlich. Warte mal, ich habe gerade eine Gedächtnislücke. Wie konnte ich denn nochmal nachgucken, wie ich Wurfwaffe wechseln? Hä? Echt? Habe ich schon jemanden? Ne, habe ich nicht. Okay. Ich weiß ja nicht, ob hier noch Leute sind, ist halt das Ding. Ausschwärmen, findet ihn! So, wenigstens ist das leise. Wenn ich ihn da woanders hinziehe, dann... Ach, hä? Wieso geht das Maus gerade nicht mehr? Nerv, Mausrad. Auf Mausrad drehen. Ich verstehe auch, was das Problem ist. Echt, sagt wer? Warum muss denn die Musik hier eigentlich gerade so laut sein? Oh oh. Na toll, wie soll ich denn jetzt hier rauskommen, ohne dass ich gesehen werde? Nein. Mhm.
meine, das ist jetzt nicht so das Problem, dass ich da, nicht auch einfach so drauf gehen könnte. Oh, shit. Das hat gar nichts gebracht. Das war nicht gut. Nicht gut. Ein Schuss, ein Treffer. So. Shit, das war nicht so gut, wie ich wollte. Naja, egal. Nein. Ach, da unten ist noch einer. Ach, da. Nicht, falsche Taste. So, normaler Fall. Wenigstens ist die Musik jetzt nicht mehr so dramatisch. So. Wo muss ich hin? Wo ist mein Ziel? Da. Lohnt sich das da? Ne, da lohnt sich das nicht hinzuweisen. Ich habe schließlich hier auch einen Jetski. So, wenn da gleich noch ein Händler ist, dann ist perfekt. An der Küste? Ah ja. Seife, ja. Ich habe mich auch extra gebückt dafür. Ah, einfach hier reinlegen, natürlich. Warum auch nicht? Magazin-Jongleur. Ach so. Wo muss ich denn nachschauen für den goldenen Pfad? Ja, ja. Das ist die nächste Longinus-Mission. Internationaler Flughafen, den kann ich ja nicht einnehmen. Ja, ich kann dann ja schon mal zu dieser Festung Sachen verkaufen und so. Und, so, huch. Ja. Könnte ich natürlich auch kaufen. Ja, komm, machen wir das mal. Ja, ja. Gut, und ich würde sagen, ich kann Cut machen. Bis zur nächsten Folge und tschüss.